27-0. Das sieht doch lustig aus, oder? Gut. Wir haben 27-0 gewonnen. Why always me? Eli Geller. Like I'm Balotelli. Eli Geller, you're the best man. Love you. Why always me? Love you. Love you. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Das heißt, was ist das für Tubi? Für Daubi heißt es. Was geht ab, Freunde? Neuer Spieltag-Block. Wir haben ein Spiel gegen jemanden aus dem Mittelfeld, Alemannia Haselhorst. Gegen die haben wir im Hinspiel 5-1 gewonnen. Heute Rückspiel. Wenn wir die nächsten 5-1 Rückspiel 27, was ist da passiert? Sind wir aufgestiegen, Freunde. Unser erster Aufstieg unserer Vereinskarriere sozusagen, das ist unser großes Ziel. Wir nehmen uns heute mit. Sydney immer noch verletzt, generell. Sind immer noch ein paar verletzt, aber die meisten kommen jetzt langsam wieder zurück. Wenn ihr das Video seht, Freunde, bin ich höchstwahrscheinlich immer noch live, weil wir eine Win-Challenge machen. Heute ist Sonntag. Es ist 10 Uhr morgens. Um 11.15 Uhr oder so spielen wir. Stimmt, und das heißt, noch morgens gespielt und abends noch gestreamt. Das geht eigentlich klar. Aber nicht, wenn man nachher 3 Warzone-Wins holen muss, 30 Fall-Guess-Wins, 8 Fortnite-Wins, 7 Valorant-Wins, Mario Kart irgendwie 1 bis 4. Das ist der Trümmerbruch, Freunde. Das heißt, wenn ihr dieses Video am Dienstag seht, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering, dass ich immer noch live bin. Und da werde ich loslassen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, um auch von D-Day Sports nicht zu verpassen. Eigentlich das coolste Projekt. Und es ist arschkalt draußen. Es sind minus 2 Grad am 26. Februar in Berlin. Das war immer eklig. Es hat gestern geschneit und ist nicht dann vielleicht der Platz eingefroren? Ich bin gerade am Platz vorbeigefahren. Der Platz ist voll mit Schnee. Ich weiß jetzt nicht, ob man das wegmachen kann, aber es bricht mich komplett durch. Was sagen wir zum Platz? Oh. Ja, im Moment noch. Ganz ehrlich, wer hat es auch gehasst, dann in die Fußballschuhe und dann nach dem Warmmachen nochmal in die Kabine. Und dann eisekalt raus. Und dann eisekalt raus. Schlimmstes Gefühl ever. Ein bisschen weiß, die Jungs spielen jetzt, glaube ich, noch eine halbe Stunde drauf. Ist ja, wenn die Sonne auch weiter draußen bleibt, dann denke ich mal, wird auch noch ein bisschen was tauen. Als ich jung war, da haben wir auf so hohem Schnee gespielt. Ja, und nicht hier rumgeweint wegen einem halben Zentimeter. Kunstrasen fängt gerade an zu schmelzen. Digga, auch noch Kunstrasen, wenn der gefroren war, war ganz wichtig. Schlimm. Bilal kann wahrscheinlich nicht spielen. Guckt ihn euch an, Bilo. Bauchschmerzen heute irgendwie. Hast du viel gegessen gestern, hä? Ja, kann man jetzt nicht so viel gegessen. Wir müssen uns jetzt hier noch ein bisschen warm machen. Ich habe die Gegner noch nicht gesehen. Mal gucken, was geht. Ich bin eine Katze. Das ist gut, die Bube. Ballteste. Jungs, Schuhe an, mal ein bisschen konzentrieren, aufs Spiel konzentrieren. Wie ist es heute im Tor? Abwehr, Viererkette, Marco, Ali, zentral, außen, fang an, Ogün und Alex. Viererreihe davor, Spiel, fang an, Luca und Julius. Linkes Mittelfeld kommt rein, Jonas. Rechtes Mittelfeld ist Michael, vorne die zwei vorne sind Dori und Eli. So fangen wir an. Eli hat es ja gestern schon. Datet uns mal ab, ist Delay Sports aktuell 1, Platz 1, safe schon durch in der Liga oder wie ist das? Ich bin in der Gruppe geschrieben, Jungs, Tore schießen. Drüben, wo wir uns warm gemacht haben, in der Ecke ist vielleicht noch ein bisschen Schnee, aber das, wir reden hier über ein paar Millimeter. Ja, wenn da ein bisschen Schnee dran ist, wird der Ball ein bisschen rutschig, aber ist egal, ehrlich, da ist keine Ausrede heute. Von wo ihr könnt, schießt drauf, schießt immer rauf auf die Hütte, nicht überheblich werden. Das war immer das Beste früher, einfach draufschieße, der Torwart. Vor den Gegner. Wenn es dann so ein bisschen nass war, Flachschießen. Auch mal aus der zweiten Reihe. Auch nicht erstmal unterschätzen, nur weil sie in den letzten Spielen richtig schlecht gespielt haben. Die müssen unseren Stiefel runterspielen. Und wenn wir ins Rollen kommen und unser Spiel spielen, dann kann uns da heute keiner aufhalten. Ja? Schön selbstbewusst raus, konzentriert raus und dann lasst uns hier 3 Punkte und viele Tore holen. Aber der Schnee ist gut weggegangen. Mhm. Der Torwart hier drin, scheiße. War das schon Elias N97? Ah jo, safe, nimm die 97. Oh, satt. Aber satt drin, aber der andere wieder hinterher. Komm, achte auf den das Torwart. Das nicht mal. Scheiße, wo drück ich rum? Der Torwart hat ja gar keinen Bock. Was sagt denn der? Der hebt nicht mal ab. Komm, wie er noch den Pfosten abdeckt. Rausgeguckt.
Ich hab kurz da gehabt. Digga, aber er hat's ja gerade gemacht. Schieß! Schuss! Ja! Aber guter Schuss auch. Also man muss ihn sagen, dass er schießen soll, dann schießt er auch. Einfach! Hat er gut gemacht. Gut, Jonas! Hat er gut gemacht, der Mann. Oh, warte mal, Abseits? Komm, Junge! Wir hätten den geholt! Die haben so eine Lücke wie unser WL-Team. Wow, hat er Probleme gehabt beim Abschluss. Ja, hat sich aber gut durchgepackt. Aber Torwart, gute Fußabwehr, ja. Fußtrade? Fußtrade. Scheiße, Alter. Alter, die 28. Digga, wie knebelt der die aber auch rein? Jonas Rohana. Ich glaube, der Name sollte man sich merken, gell? Digga, Jonas wird uns so voll babbeln. Ja. Also, so rein. Sehr gut, Jonas. Das schafft Jonas mal in. Finesse-Trade, oder? Im Ligaspiel 2 Tore und das war fast das gleiche wie das erste, oder? Ja. Fast genau. Lange Ecke. Lange Ecke, zack, rein. Kann der Torwart gar nichts machen. Du bist so gut, Alter. Wow. Eli meinte vor dem Spiel, dass ein Spieler im Tor ist und bei 20 Toren bezahlt er 8-8-Tisch und deswegen gibt Jonas so Gas. Das ist ein Spieler im Tor. Oh, das ist sehr unangenehm. Der arme Sau. Oh. Klasse. Gut. Fuck. Digga, nach 23 Minuten steht es ja 0-4, da hast du doch keinen Bock Digga, mehr, oder? Das ist ja wirklich, oder? Da hast du das Sonntag schon gelaufen, bevor begonnen oder Dienstag, was auch immer das war. Guck, wie der fällt. Ist das Kid Rob oder Thomas Ayew? Kid Rob. Und Putz. Digga, der schmeißt dir alle von der 16er-Kante. Digga, der macht halt gut. Guck mal. Ja, Drücker. Das war lecker. Ja. Gute Tor. Lass dir die schießen. Ich glaub's nicht. Digga, wie gut. Ich glaube, Jonas will ins 808. Drei Tore, Jonas, alle drei gleich. R1, grüner Timefinish. Ja, ich schwöre. 3 von 3. Das ist krass, alles. Scheiße. Gerennt. Oh, schönes Ding, oder? Ja, kalt reingeschoben. Die laufen ja nicht. Danke mal von Eli. Alex, ja? Gut, Eli! Um das ist so gespuckt. Ist geiler Ball. Oh, es geht nur in eine Richtung wie A. Was für ein Tabelleplatz war das? Ah. Digga, wie viel netzt denn der Kollege? Oh, der arme Torwart, tut mir jetzt schon leid. Uff. Schöner Ball. Schöne Mitnahme auch. Ja, kommt, da steht direkt einer dran. Ja, ja, das ist ja unmöglich. Eli verteilt vorne nur die Bälle am 16er. Oh, Digga, der Torwart ist so. Aua. Das ist ziemlich schwer. Das ist aber auch Tiki-Taka auf engstem Raum, ja, was sie da vorne spielen. Ist das Barcelona? Fuck. 35. Minute. Ja, der Torwart auch noch, Libero. Ja, die sind auch kalt eingeschoben. Ich wollte gerade sagen, so die Abschlüsse sind auch gar nicht so schlecht, ne? Viva la 2K6, dankeschön. Die kommen halt einfach geisteskrank durch. Ja, was will er halt machen? Der kann auch nichts machen. Nein. Der wird komplett aber auch von seiner Mannschaft alle im Stich gelassen, ne? Ja, was will er machen? Das sind 7, 8 Meter. Digga. Das war auch eine schöne Flanke, ja, ne? So ist es nett, ne? Ach du Scheiße, Alter, zur Halbzeit. Das ist immer Halbzeit. 12-0. Boah, da wollte ich im Fallrückzieher ansetzen. Bei dem 19er sieht man auch direkt, dass der was kann, ne? Boah, das war ja wirklich schön. Die Verteidigung macht es aber auch so. Ja, geil. Also wirklich nicht gut, ne? Aber die zaubern halt auch schon ein bisschen. Guck mal, hier, dass er den schießt, ne?
rausgespielt. Das war ein nicer. Von allen gut vor rausgespielt, war eine gute Kombination. Wow. Das war mit eines der besten Spielzüge, die wir hatten. Ja. Was heißt das von Michael? Den Gall hat schon 4 Scorepunkte, glaube ich, oder 5, ne? Ja. Aber stark gemacht. Ja. Wenn er auch uns lange schießt, glaube ich, hat er den gehabt, ne? Sieht aus, als ob die Gegner abbrechen wollen, leider. Ja, Jungs, konzentriert weiterspielen. Manchmal, ich weiß, ihr beiden hinten in der Abwehr habt ja am Ende. Wie ist das eigentlich, wenn ein Team in der Halbzeit sagt, so, ey, scheiß drauf, wir gehen nicht mehr raus, das war's? Niederlage, nur ja, 3-0, oder? Dann nur 3-0, ja, oder? Ich hätte die Hand gehoben, sage ich dir ehrlich, aber macht man das. Wer hebt nicht die Hand? Ne, wegen dem sportlichen Ehrgeiz, ja, oder so. Aber sind wir mal ehrlich, an einem Dienstag Nachmittag bei minus 2 Grad in der Halbzeit 2-0. 12-0? 12-0. Hättest du vielleicht die Hand gehoben, sind wir mal ehrlich? Ja, aber was wäre, ja. Ich glaube, da hebt doch jeder irgendwann die Hand, oder? War ein Sonntag. Alles ausgebügelt, aber wir sind unnötig. So unnötig in Sachen reingekommen. So hab ich mit Absprache, der Zehner lässt sich immer hinter euch fallen, um auf diesen langen Ball zu lauern. Und im Grunde genommen, ihr seid beide so stark, also der würde nicht mal atmen dürfen. Das braucht ihr alles gar nicht. Wenn er richtig steht, berührt er den Ball nicht mal. Na gut, da gibt's jetzt nicht viel zu erzählen. Habt ihr gut gemacht. Es geht jetzt weiter, Freunde. Ich glaube, es steht 11-0 oder sowas. 12-0. Wir haben jetzt mit den Jungs geredet. Ist cool, dass sie weitermachen, weil hier sind ja auch Zuschauer. Und es geht ja auch um Spaß. Ich weiß, dass es für die wahrscheinlich nicht so viel Spaß macht. Aber ja, ich finde auch, und wie wahrscheinlich da draußen auch andere, dass wenn man schon spielt, dass man das dann... Vor allem, was ist das für ein räudiger Kunstrasenplatz? Das sind diese Hockeyplätze, ja, die sind oder? Ganz flachen, die sind ja ganz richtig kurzen, weh. Ne? Bei uns in der Region gibt es ja wenigstens mittlerweile so die mit so ein bisschen längeren. Ja, ne? Die neueren. Noch zu Ende bringen. Und ja, deswegen geht es jetzt weiter. Ich sag, Eli hat die so reingequatscht, ne? Die sagt, die wollten auch mal ja, kommen. Ich sag, Eli hat gesagt, so Männer, ey, komm, für jeden irgendwie so ein Paket Vita-Welt auf Nacken, so. Machen wir gar kein Ding draus. Macht doch Spaß. Sammel die Adressen nach dem Spiel. Guck mal, die Sonne scheint. Das ist doch ein geiles Ding. Safe, hat bisschen, er die ne? reingequatscht. Komm, König, komm, zieh nochmal die Handschuhe an, geh nochmal rein. Wir machen auch langsam. Ja. Wir machen auch langsam. Warum, ob man abbricht oder nicht. Aber ist eigentlich auch nicht so cool. Aber die Jungs sind sehr gut drauf. Nimmst du die Vita-Welt gar nicht mit? Nee, kann ich doch gar nicht. Ich habe mir dieses Thumbnail gemacht. Die wollten mir auch schon wieder Schokobons geben und diverse andere Süßigkeiten, aber das Thumbnail bleibt stabil. Anschlusspack, sage ich, holen sie einer. Ah, die laufen nur hinterher. Ach, da kommt gleich wieder die Brutzel. Das geht aber auch zack, zack. Aber ich meine, gut, du siehst ja auch, die traben ja gerade so hinterher, die andere. Was macht man dabei in so einem Fall? Jubeln? Also, dann jubelst du ja eigentlich schon nicht mehr, ne? Nee. Dann laufst du einfach nur schnell. Aber ich sag dir ehrlich, würde ich langsam machen als andere Mannschaft. Ja, ich glaube, die brauchen ein schönes Torverhältnis, ne? Wenn Platz 2 auch noch dran ist. Ja, dann ja. Schön ins Langeck. Ich fand wieder den Spielzug vorm Tor sehr schön, wie bei den letzten Toren auch schon. Und er hat dann schön verhedelt am Ende. Schön in die lange Ecke gezirkelt. Ja, guck, das geht ja keiner dran. Da hängen die Köpfe. Oh. Ja, komm bitte. Na. Hätte ich ihm gegönnt. Scheiße, hängen da die Köpfe, ne? Du, der Fünfer, den sehe ich nur rumtraben und die ganze Zeit im Mittelfeld, ne? Da fällt aber auch alles hinten rein, ne? Gute Fünfer, da kommt wieder getragen. Acht auf die Fünfer. Der arme Tropf, Alter. Ey, ich sag euch aber ehrlich, an den 27 Hütten, oder bis jetzt 17 Hütten, ne? Die waren alle kalt. Die waren wirklich alle wirklich kalt. Vielleicht einer, zwei, drei, die wir gesehen haben, die vielleicht so ein bisschen Torwart, wie der eben, ne? Die Verteidigung pennt halt komplett. Auch, aber die Abschlüsse, die sind kalt, der Keller. Glaube, alle Vereine machen drei Kreuze, wenn die aus ja, der Liga safe. Sind. Safe Call. Achte Fünfer? Digga, was auf der Bälle, guck dir das mal an. Ja. Hinter die Kette, Grundlinie zurückgelegt, ist perfekt. Wo ist die 5? Ist schon gar nicht mehr fünf, da. 5 abgetaucht, die 14 läuft immer noch ganz langsam. Guck, auch der Abschluss so. Ja, aber Digga, wie einfach geht der halt doch ja, vorne durch. Die Torwart ist die ärmste Drecksau ja, im Spiel. Ja, Torwart ist die ärmste. Den kann er nicht halten, was will er da machen? Achte die 5, wo ist die 5? So, komm in die Mitte.
Deckt dir die Luft? Deckt dir die Kuckuck? Der Alibi, der wurde bezahlt. Also ganz ehrlich. Der wurde bezahlt. Der ist bezahlt. Ganz ehrlich, Elias N97 schmiert die Liga. Ich sag's euch, wie es ist. Wenn der die 5 nicht bestochen hat, achte. Der geht zu Alibi-mäßig. Achte. Das sagt er ein bisschen so. Achtung. Ah, das war's. Okay, ich hab's versucht, aber ich lass es. Ich war kurz davor, ihn zu tackeln. So wie du immer sagst. Ich will mein Wiedermeld. So wie du immer sagst. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt. Aber ich will's nicht. Aber er will's nicht. Also wenn die 5 gewollt, hätte er den Ball gekriegt, aber er wollte's nicht. Nein, pfeift echt Schiedsrichter. Pfeift dann Elfmeter. Konfidenzaufbau. Ali muss mal wieder zurückfinden, ne? Beim den letzten Elfer, den er geschossen hat. Grunewald verschossen. Wir ärgern ihn immer noch. Und jetzt vor allen Dingen aus der eigenen Hälfte den weiten Weg bis nach vorne. Ich hoffe, damit ich ihn ärgern kann. Ich bin ein schlechter Mensch. Was will er machen? Ich glaub, Torwart hat souverän gemacht. Sehr souverän. Torwart hat Albträume. Die 5 wieder. Ich hab's nicht gesehen. Guck mal. Zeig die 5. Eigener Mann. Digga, die 5 ist wirklich geschmiert, ne? Die 5 hat tatsächlich gerade eben seinem eigenen Mann den Ball abgenommen. Achte. Ja, Achtung, wo er auch hinter ist. Achtung, guck mal. Achtung, guck mal, da ist der Ball, wo er, was macht der? Bleibt stehen, der guckt achte, zu. Achte. Kino, guck mal, geht keiner mehr drauf, er könnte da hinrennen, was macht er denn? Oh nein, Torwart. Ah, das muss aber nicht sein. Ah, der muss nicht Digga, sein. Aber Digga, ganz ehrlich, guck dir die 5 auch an. Die 5 ist serviert, wirklich. Guckt euch an. So, achte. Guck, was aber, guck, hast achte, du überdrückt? Ja, achte, er hat einen kurzen Zucker. Er hat wirklich kurz überlegt und dann kam bitte, oh scheiße, wenn ich jetzt halt angreife, VIP bei Eli 97. Achte. Achte, sein Zucker, wenn er gleich zurückkommt. Jetzt. Hast du gesehen? Ja, kurz? Aber was macht er denn? Renn doch mit. Alles klar, Steini. Ja, Eli muss wieder der ist so vogelwild. Der Ball war nicht mal in der Nähe, der setzt uns Zidane an. Das ist verrückt. Eli. Boah. Zwischen Genie und Wahnsinn. Der Ball war nicht in der Nähe, er macht so. Der Ball ist da hinten. Das Mitzel will er richten. Da hinten, ja. Power Shot. Ja. Was, Walla, du bist ein Goldfisch? Nee, ein Teufel, hab ich verstanden. 5? Also die 5, die ganz ehrlich, die läuft spazieren. Guck ich es mal an. Vor allem die Verteidigung, sag ich dir auch, die ist auch die ärmste Sau, wo ist denn das Mittelfeld? Gibt's nichts, ne? Das ist die er lass den einfach laufen. Jawohl, Tor, wir gerade warm. Die 5 ist alle schön. Die 5 ist wieder da. Ja, die 5 ist gebrochen. Die Achtung, eine Körpertäuschung, wo die 5 hinschockt. Achtung. Guck mal, er rennt ja wenig. Achtung, eine Körpertäuschung. Guck, er läuft einfach. Jo, Meister. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 75 Minuten ungefähr gespielt. 22-0, ja, Eli hat getroffen. Es läuft halt heute. Ganz ehrlich, mein 22-0 würde ich immer hinterher rennen. Jetzt wird's vogelwild. Digga, kalt! Machen die ja wirklich gut. Auf keinen Fall normal, einfach vorbei. Das wäre nicht gegangen. Hätte Bilo den flach reingemacht, wäre ich sauer gewesen. Niemals. Das geht nicht. Der Bilo hat auch höher gespielt mal, oder? Chat? Geht nicht. Rein von der Birne her. Das ist jetzt schon kalt. Mainz, Hertha. Ja, okay. Die 23 hat in der Jugend bei HSV gespielt. Wo ist die 23? 28. Oh, oh. Das war die 13. Wow. Bad Ball. Oh, aber gerade reingemacht. Das war knapp.
Ich hab schon die Zeit dabei. Alter, der Ball war stark. Alter, ich bin eh nicht mehr raus, das Ball da. Nein! Oh. Oh. Alter, ich hatte da reingewurschtelt, den Ball. Das war ein geiler Pass von Eli. Ja, Mann, das war ein sehr, sehr guter Pass von Eli. Zu Luca raus. Ja. Und Außenriss. Gavi. Da kommt auch wieder gefährlich. Schwer. Wir haben die 5 schon lange nicht mehr gesehen. Doch, da hinten läuft sie doch gerade rum. Zieht ihre Kreise. Der kann nicht mehr die 7. Der kann nicht mehr. Wurde wahrscheinlich schon 10 Toren gemacht, ist kaputt. Ja, Auge, ne? Der langt auf das Auge. Da der Bauch wieder, Mann. Ja. Aber der langt aufs Auge. Kurz clever ausgeguckt. Alter, ist das verrückt. 25-0. Guck, im 16er. Ja, ist kein Mensch da. Das ist geistig, ne? 5 steht der Ball, guck ein bisschen zu. Jawohl! Stark gehalten. Der war zum Aufbauen. Der rotzt wahrscheinlich jetzt einen Hinne. Sicher was? Das ist halt echt gefilmt. Das muss er sagen, ne? Der Alex hat jetzt auch schon öfter getroffen hier. Was kommt jetzt? Die Magie. Vor allen Dingen, die Bälle kommen ja auch richtig, also... Ja, du siehst halt schon, dass die kicken können, ne? Leute, bitte kommt nicht auf den Platz. Wir wollen uns hier verabschieden. Alex, wir wollen einfach mal von dem Bruder hier machen. Leute, geht doch mal runter. Jungs, geht runter vom Platz. Für Erfolg, Bruno. Hat nicht mal kein Tor gemacht. Also Fazit heute. Die Trainer haben sich was ausgedacht. Wir haben gesagt, wir machen mal heute nicht 4-1-4-1 oder 4-2-3-2, sondern wir haben gesagt, wir machen 4-4-2. Es ist gelaufen, nur daran lag es. Ja, es war definitiv Offensivspektakel, weil wir mit 2 Stürmern gespielt haben. Ganz starker Mann Julius heute im Mittelfeld bis zu seiner Auswechslung. Gezogen. Also wir, ehrlich gesagt, wir haben in der Kabine abgestimmt, ja? Wer noch weitermachen will und wer nicht, eigentlich war die Mehrheit. Egal was er sagt, auch Ehrenmann, wir wissen alle, wie das Internet ist, dass er sich aber trotzdem stellt, ja. Der Kamera. Ja, das ist eine Niederlage. Der hat gekämpft. Das war doch die 5, oder? Nee, der hat gekämpft. Die hätte ich gerne vor der Kamera gesehen. Dafür, dass wir weiterspielen, ja, weil wir gesagt haben, im Endeffekt ist unsere eigene Schuld, dass wir auch im Endeffekt dieses Ergebnis, oder dass das Ergebnis so zustande kommt. Ne? Wir haben die taktische Anweisung einfach nicht so befolgt, wie es sein sollte. Und das war unser Problem. Ne? Die taktischen Anweisungen. Ist das Thomas Müller nach dem WM-Finale, nach dem WM-Spiel? Er gibt sich clever, der Mann. Der Mann gibt sich die sehr, sehr clever. Die taktischen Anweisungen. Auch im Endeffekt so hoch ist, da ist kein Kampfgeist irgendwann mehr drin. Ja? Die meisten, die dann einfach aufgeben und dadurch kommt das Ergebnis auch so zustande. So, hier haben wir einen der wackeren Spieler von Alemannia. Ne? Durchgehalten, 90 Minuten hat er gespielt und er hat 90 Minuten drauf gelauert, dass er doch noch ein Tor schießt. Hat er mir nach dem Spiel, hast du mir was erzählt? Was hast du? Also erstens, mein Zeh ist angebrochen, zweitens ist der Allieu einfach zu stark. Aber nicht nur er, auch die Mannschaft ist stark. Also hatten null Chancen. Faire Spieler waren es gewesen, hat Spaß gemacht, aber also nicht für uns, für den Gegner. Genau, was Spiele. Halt gut war, dass ihr... Denkt ihr, er muss das gerade sagen? Ich glaube, er wurde reingezogen. Halt auch nicht, man kann ja, wenn man so viel Tore kassiert, ist ja oftmals auch so, dann hat man Frust und fängt dann irgendwelche unnötigen Fouls zu machen und dafür auch Respekt, dass sie da nicht irgendwie in die Richtung was gemacht hat. Also weil erstens A... Gut. Der Fünfer war ja auch nie in der Nähe zum Holzer. Ja, aber ich meine, die hätten ja schon, du weißt ja, wie es ist. Ja? Ja, keiner von euch war irgendwie unfair gegenüber uns. Ihr habt fair gespielt, keiner hat uns irgendwie blamiert, obwohl es 27-0 war. Ja. Also ich sag dir, Walla Billa gegen Türkspor, Grünstadt, machst du das letzten 27-0. Digga, wenn du gegen die 3-0 führst, dann gehen alle mit gebrochenen Beinen aus dem Spiel. Gegen Türkspor, Grünstadt, machst du das letzten 27-0. Nein, Da gehst du nicht in den 27-0 Platz. Wir haben einmal gegen die 2-0 geführt. Im einen Spiel hatte ich so ein dickes Auge, weil einer ins Gesicht gedreht hat und dann noch gesagt hat, Bruder, ich würde niemals tun, ich kenne deine Schwester aus Videothek, ne? Lag aber so auf dem Boden, gib mir diesen da.
Und im nächsten Spiel haben wir geführt und ich hatte eine Schulter-Eckel-Sprengung. Also bin ich im Krankenhaus wieder aufgewacht. Soll vorkommen. Und im Endeffekt bringt es nichts, wenn die jemanden umtreten, weil dann ist er verletzt und dann, ja, ja. Er muss auch arbeiten. Also von daher, gut. Hat Spaß, klar. Okay. Danke. Hat Spaß. Viel Glück und Platz 1, ja? Also, Spiel ist zu Ende, Freunde. 27-0 haben wir am Ende gewonnen. Hast du schon mal 27-0 gewonnen? Ich glaube nicht, nee, selbst in der Jugend. Also 27-0 ist zu krass. Da haben wir mal weitergemacht, die Gegner, ja. Die haben wir so ein bisschen leid getan, muss ich sogar sagen. Aber na gut, wir mussten auch ein bisschen was fürs Torverhältnis machen, damit wir wieder die meisten Tore haben der Liga, weil wir hatten eine Zeit lang nicht die meisten Tore. Jetzt haben wir sie wieder auf jeden Fall. Ich sag auch, Eli ist safe ein Boxershorts-Duscher. 1000%. Ich gehe sogar so weit, er lasst die Socken noch an. Oder er geht gar nicht duschen. Das ist einer, wo der heimduscht, nimmt das Handtuch mit. Er hat immer ein Handtuch dabei, der geht daheim duschen, sag ich. Nee, ich sag, Eli ist so einer, der geht dann zu jedem Spiel und sagt, ach scheiße. Ich hab meine frische Boxershorts vergessen. Also, ey, das nächste Mal dusche ich. Walla Billa, Jungs, das nächste Mal dusche ich mit euch. Aber heute. Ich sag, die Drecksau ist in seiner Wind-Challenge ungeduscht. Ungeduscht ist seine Wind-Challenge. Drecksau. Ungeduscht. Was ist jetzt Challenge? Ja, also hast du. Also, da hat er noch die Mütze vom Spiel auf. Also, man muss sagen, du hast echt viele Vorteile. Letzte 15 Minuten ist Ende. Da wollte ich nur eventuell nochmal ein Eis. Okay, ganz kurz. Wer kam zu mir und hat gesagt, Andi, nicht auswechseln? Ja, ich wollte noch einen machen, eventuell, oder einen auch vorlegen. Ja. Hast du ja vorgelegt, waren ja noch einige da. Ja, gewesen. Aber ich konnte. Das ist voll krass, ich hatte gar keine Kraft. Ja, aber deswegen hat man schon geschützt. Also, die ersten Minuten haben uns ein bisschen schwer getan, aber dann einfach gespielt. Ist es der, wo aus der Regionalliga gekommen ist, aus der Regionalliga hingewechselt ist? Tore gemacht. Digga, der hat fast rot bekommen. Er hat einmal fast, ja, wenn du den umhaust, dann ist rot. Ja, ich weiß. Der ist auch voll die Grätsche da. Zwei kommst du wohl den gewonnen, ich weiß gar nicht, was er hat. Ali mit dem Tor, Elfmeter, aber die gegen die Pumpe. Er wollte erstmal nicht schießen. Der war wirklich nervös. Also eine Info habe ich gerade auch nochmal bekommen. Die Spieler und die Trainer von denen meinten gerade noch so zu uns. Letzte Woche hat Grunewald gegen die gespielt. Und es könnte rein theoretisch nochmal bei uns ums Torverhältnis gehen. Und die Spieler von denen sollen. Steigt denn nur der Erste auf? Nicht, dass sie es auch denken, weil sie sind auf uns zugekommen. Dass die gesagt haben, dass die nicht gegen uns antreten sollen wegen Torverhältnis, weil dann wird es nur 2-0 gewertet. Wir spielen in 2 Wochen gegen die. Ich hoffe da auf euren Support. Wir spielen heim. Ihr könnt, wenn ihr jetzt schon, wenn ihr das Video seht, ab Montag könnt ihr euch Tickets holen. Brauchen da euren Support, wird das Spiel um die Meisterschaft, denke ich mal. Auch wenn es nur Kreisliga C ist. Ich hoffe, ihr kommt da. Eine Sache wollte ich noch sagen. Sehr, sehr cool von den Gegnern fand ich auch, dass sie das noch zu Ende gespielt haben. Die waren auch alle sehr korrekt, muss ich sagen. Ne? Die von denen waren sehr korrekt. Haben ab und zu mal so ein Spielchen mit uns gemacht. Also die waren, das war so ein richtiges Kreisligaspiel. So, wir haben im Spiel eigentlich die ganze Zeit geredet, haben so Witze gemacht. Danach haben die sich ein Bierchen geholt. Also die waren sehr, sehr cool drauf, fand ich. Ja, sportlich war es dann halt nicht. Aber nochmal an Hase Horst. Ich fand es sehr cool, dass sie das auch dann zu Ende gebracht haben. Ist ja auch nicht selbstverständlich so. Da nutze ich meine Reichweite auch positiv. Alemannia Hase Horst und auch an die ganzen zukünftigen Vereine so. Sowas finde ich immer sehr cool, wenn man etwas anfängt und es zu Ende bringt. Kuss. Also auch mal duschen gehen, ne? Auch mal duschen gehen. Ist ja sehr, sehr korrekt.